Weniger als 2 Wochen sind es bis zum Punktspielauftakt und so geht es heute darum, nochmal den Feinschliff reinzubekommen, um gut in die neue Saison zu starten. Der TSV 1882 Landsberg empfängt die Eintracht aus Karlsfeld und mit dabei ist eine alte Legende. Sascha Mölders, Ex-Profi und 1860 Kultfigur, ist als Spielertrainer an den Lech gekommen und hat sich bisher gut eingefunden. 6 Treffer erzielte Mölders schon in der Vorbereitung. Auf der anderen Seite steht heute der Landesligist aus Karlsfeld, die überzeugen konnten in den Testpartien. 3 Siege und 1 Niederlage stehen zu Buche. Heute sind die Karlsfelder aber ersatzgeschwächt an den 3C-Sportpark gekommen und so bekommen einige aus der zweiten Herren ihre Chance, sich zu beweisen. Aber auch Landsberg musste am letzten Wochenende einen schweren Schlag hinnehmen. Neuverpflichtung Daniel Leugner riss sich im Test gegen Heimstetten das Innenband und fällt womöglich die gesamte Hinrunde aus. Wir springen direkt rein in die Partie bei perfekten sommerlichen Bedingungen und Landsberg übernimmt sofort das Spielgeschehen und das ist auch schon Mölders mit der ersten Möglichkeit, kann jedoch den Schuss nicht gut genug platzieren. Dann hat Karlsfeld auch die erste Möglichkeit, Freistoß kommt von Sattelberger, doch der findet keinen Abnehmer. Die Gäste haben offensiv Schwierigkeiten gegen die Abwehr der Hausherren. Deswegen bleiben nur noch die Standards übrig, wieder ist es Sattelberger, doch kein Problem für 100 Mark im TSV-Tor. Weiterhin ist aber Landsberg am Drücker. Chip auf Mölders, gut abgesetzt und der fackelt nicht lang. Was für ein Traumtor von der 1860-Legende. Da sieht man, wieso der Mann 2021 noch Torschützenkönig in der 3. Liga war. Mit seinem schwachen Rechten nimmt er den hier Volley, die Salvo mit den Fingerspitzen noch dran, kann den Einschlag aber nicht mehr verhindern. In den Anfangsminuten merkt man vor allem die körperliche Überlegenheit der Gastgeber. Nikolic stibitzt hier den Ball weiter auf Mölders und der bleibt ganz cool vor die Salvo. 2:0, 7 Minuten später, schiebt den hier durch die Hosenträger von die Salvo und macht den Doppelpack klar. Und dass es auch in einem Testspiel heiß hergehen kann, sieht man in der 32. Minute. Foul an Raki und dann wird es unübersichtlich. Der Kosovare lässt sich gar nicht beruhigen, wird hier deeskalierend weggetragen von einem Landsberg. Am Ende gibt es dann Gelb für die beiden Streithähne und ich kann vorwegnehmen, das wird Folgen haben, wie wir später noch sehen werden. Jetzt aber wieder zurück zum Fußball. Viel geht bei Landsberg über rechts, über die Achse Hutterer-Rados. Und der sieht am zweiten Pfosten Krautschneider. Versucht es mit dem linken, da hat nicht viel gefehlt. Die Jungs vom Lech sind weiterhin giftig. Mölders nimmt Raki den Ball ab, setzt sich klasse durch und schaltet schnell. Am zweiten Pfosten läuft Krautschneider ein und drückt den Ball über die Linie. Das 3:0 durch den ehemaligen Regionalligaspieler 5 Minuten vor der Pause. Und ich hatte schon von den Folgen der gelben Karte gesprochen. Raki mit einem unnötigen Foul am Mittelkreis und Schiedsrichter Marco Blösch bleibt nichts anderes übrig, als die Ampelkarte zu zeigen. Karlsfeld schwächt sich hier von ganz allein. Eine ungefährliche Ecke gibt es noch vor der Halbzeit, mit 3:0 geht es dann aber in die Kabine. Das war bisher ein gelungener Auftritt vom Bayernligisten, waren klar spielbestimmend und ließen auch vor dem eigenen Gehäuse kaum etwas zu. Die Eintracht bisher mit einem rabenschwarzen Tag, man merkt die vielen Ausfälle, vor allem in der Offensive geht wenig zusammen. Und wenn ihr den Start von Landsberg und Karlsfeld in der Bayern- und Landesliga nicht verpassen wollt, dann folgt jetzt unserem YouTube-Kanal, aktiviert die Glocke und liked natürlich dieses Video. Rein geht es in die zweiten 45 Minuten und das Spielgeschehen bleibt unverändert. Landsberg am Drücker, wieder ist es Mölders, verzieht jedoch leicht. Und die Hausherren wollen jetzt das 4:0. Es geht über Krautschneider und der legt nochmal ab für Speiser. Akbulut und Krüger retten gemeinsam auf der Linie.
Der Letztjahresneunte der Bayernliga Süd hat jetzt viel durchgewechselt in der zweiten Hälfte und vor allem die neuen Spieler wollen sich jetzt noch einmal präsentieren. Detmar erobert hier den Ball zurück und am Ende wartet Krautschneider. Trifft jedoch nur den Pfosten. Detmar steht dann klar im Abseits. Was kommt noch von der Eintracht? Langer Ball auf Kuni, doch der kann den nicht richtig verwerten. Das ist heute einfach nicht der Tag der Gäste. Hinten machen die Jungs vom Lech jetzt ein bisschen auf und das ergibt Räume für Karlsfeld. Wieder geht es über Kuni, probiert es aus der Distanz. Doch kein Problem für Gouillet im TSV-Tor, kommt damit seinen 1,96 Meter locker an den Ball. Und der eine Mann weniger macht sich jetzt bei Karlsfeld bemerkbar. Landsberg kann sich durchkombinieren. Am Ende ist aber Krüger zur Stelle und verhindert das 4:0. Kurz vor Schluss kommen die Landsberger nochmal über Speiser. Und der sieht wen in der Mitte? Natürlich Mölders. Da hat er seinen Dreierpack. 4 Minuten vor Schluss erhöht der TSV auf 4:0 und das geht völlig in Ordnung. Die Hausherren haben aber noch Bock. Der Torhunger ist noch nicht gestillt. Krautschneider legt ab auf Mölders in der Mitte und der nickt ein zum 5:0. Was für ein Spiel der 60-Legende. 4 Tore, 1 Vorlage. Da können sich die Landsberger Fans auf was freuen in der neuen Saison. Es bleibt dann am Ende auch beim 5:0. Landsberg gewinnt diesen Test deutlich und zeigt, dass man mit ihnen diese Saison rechnen muss, wenn es um den Aufstieg geht. Für Karlsfeld gilt es, dieses Spiel ganz schnell ad acta zu legen und im nächsten Test gegen Kaufering nochmal etwas Positives mitzunehmen. Für Landsberg geht es vor dem Bayernliga-Start am nächsten Sonntag noch nach Eck an der Günz zur Quali-Runde für den Verbandspokal.